Nach dem Sieg in Köln, Niederlage gegen Mannheim, wie habt ihr die beiden Spiele aufgearbeitet? Was hast du in der Mannschaft gesprochen? Ich meine, Fakt ist, dass wir haben zu viele Gegentore kassiert. Also diese Woche, wir haben viel in unser Drittel gearbeitet, geübt sozusagen. Und bis dieses Wochenende unsere defensive Arbeit eigentlich in Ordnung. Wir haben ein paar komische, die Scheibe ist ein paar Mal komisch gesprungen, aber letztendlich mit so vielen Gegentoren, wir können nicht mehr. Und es ist auch der Fall, zum Beispiel in Köln, es ist schön und gut, fünf Tore zu schießen, aber wir müssen gewisse Spiele, 2-1, 2-2, wir müssen einen Weg finden, um diese knappe Spiele zu gewinnen. Mhm. Ihr wolltet Überzahl, Unterzahl wahrscheinlich üben die Woche oder habt ihr noch andere Sachen auch noch geübt die Woche? Mehrere Dinge, aber heute zum Beispiel war Penalty Killing und Powerplay. Powerplay war okay in das erste Wochenende. PK war eigentlich sehr gut, wir haben zwei Gegentore kassiert, aber PK, die waren Penalty Killing aber die waren gebrochene Spiele. Weißt, wir haben in Köln eigentlich eine schöne Aktion in der neutralen Zone gehabt. Abseits hin oder her und die sind reingekommen und haben geschossen. Wir haben eine Chance, die Scheibe raus aus unserer Tür zu spielen gegen Mannheim. Wir haben es nicht hingekriegt und auf einmal zappt es in unser Tor. Aber im Grunde genommen, mit dem Special Teams, ich bin zufrieden. Ist einfach, ich will mehr Laufen sehen, mehr Biss, mehr Action in unserer Spielweise. Und wir haben teilweise das gesehen, aber teilweise sind weggekommen von unserem Gameplan. Und vor allem gegen die Top-Mannschaften zu gewinnen. Wir können kein so wenig Zeit oder Platz wie möglich erlauben. Mhm. Und das ist unser Plan morgen auch in München. Eben, das ist das Stichwort. Schmerzt es gegen so gute ehemalige Spieler wie Parks und Schack jetzt zu spielen und zu sehen, dass sie beim Gegner spielen jetzt? Ja, ich meine, vor allem in der ersten Reihe, die sind gute Jungs als Menschen, die sind absolut top. Die sind ein Schritt in der Vorschrift und in der anderen Mannschaft, ich meine, das ist das Business. Aber heuer ist 2018-19 und wir haben unsere Mannschaft hier und wir wollen auftreten und uns präsentieren morgen und spielen und Handball-Eishockey spielen. Und dann vielleicht noch ein, zwei Worte zu Berlin. Dort ist ja einiges gerade auf der Trainerposition passiert, auf der Torwartposition. Wie schätzt du den Gegner ein? Auch eine Top-Mannschaft. Ich glaube, am Anfang der Saison ist es immer ein bisschen schwierig, glaube ich, für eine Mannschaft wie Berlin, in Spiel 7 im Finale zu verlieren und vielleicht die Sommerpause ein bisschen kürzer, in der Champions League auch gespielt. Aber von Papier her ist es eine Top-Mannschaft. Wir haben einen neuen Torhüter verpflichtet. Ich weiß nicht, ob der am Wochenende in Berlin schon kommen wird. Aber auch egal, weil letztendlich wir wissen, wir spielen gegen gute Gegner. Es ist einfach, wie spielen wir? Können wir rausgehen und unsere Spielweise überbringen, ausführen und vor allem aggressiv spielen? Und das ist genau, was ich morgen sehen will. Und wahrscheinlich auch den ersten Heimsieg am Sonntag sehen wollen. Das ist 100%. Das ist teilweise gegen Mannheim, das Spiel ist auf der Kippe gestanden. Leider, wir haben unsere Chancen, unsere Möglichkeiten nicht benutzt und im Gegenzug, Mannheim war eiskalt. So, in Top-Eishockey heutzutage, vor allem in der DL, das sind die entscheidenden Momente und wir müssen die für uns entscheiden letztendlich. Danke und viel Glück für die Aufgabe. Danke.